Um die geplante Neugestaltung des Geseker Marktplatzes hatte es zuletzt immer wieder Diskussionen gegeben. Die Stadt Geseke führte nun den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern fort. Am Rande des Weihnachtsmarktes fand daher die Geseker Marktwerkstatt statt, in deren Rahmen auch der erste Planentwurf präsentiert wurde. Unter dem Motto Mitreden, Mitgestalten, Mitleben standen Vertreter der Stadtverwaltung gemeinsam mit Planern und Baumexperten den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort. Ja, da gibt es eine Vielzahl an Faktoren, die wir bei der Umgestaltung grundsätzlich erstmal zu beachten haben. Neben städtebaulich-räumlichen Eigenschaften sind beispielsweise die örtliche Geschichte oder Akteursinteressengruppen, aber auch demografische oder nachhaltige Aspekte spielen dabei eine enorme Rolle. Alleine diese unterschiedlichen Faktoren greifen ineinander, müssen in diesem Prozess abgewogen werden und sind eben nur ein kleiner Stein in diesem städtebaulichen, räumlichen Konstrukt. Also, wenn ich über das Thema Senioren spreche, dann spreche ich auch immer über das Thema Barrierefreiheit, Erreichbarkeit der Kirche, zum Beispiel über eine Rampe, diese Geschichten und eben halt auch Kinder, Jugendliche, die vielleicht auch einen Brunnen haben wollen, die sich hier treffen wollen, die Aufenthaltsqualität, also ganz viele Aspekte, die da letztendlich reinspielen. Da geht es eben halt nicht nur um Bäume, sondern um ganz, ganz, ganz viele. Im Mittelpunkt des offenen Austausches zwischen den Bürgern und der Stadtverwaltung stand einmal mehr auch das Thema Bäume. Konfliktpunkt sind hier aktuell die Platanen, die sich derzeit auf dem Marktplatz befinden. Warum ein Erhalt der Bäume nahezu aussichtslos ist, erklärte der Baumexperte Christoph Sternberg von Arbor Revital. Wir haben hier auf der jetzigen Situation eine massive Bodenverdichtung vorgefunden. Das ist das Ergebnis von unserem Baumgutachten von vor anderthalb Jahren. Hier haben wir die Verdichtung festgestellt und es ist für den Erhalt der Bäume sehr, sehr schwer, diesen Wurzelraum zu erobern. Und daher müsste hier massiv was passieren, Bodenaustausch und so weiter, um hier überhaupt ein Weiterkommen, ein Miteinbeziehen der Bäume mit zu ermöglichen. Die beste Variante für den Erhalt der Bäume wird eine enorme Belastung auf der finanziellen Seite sein. Und je mehr man da Abstriche macht, den Bereich verkleinert, den der Baum zur Verfügung hat, sorgt es automatisch immer mehr für ein Ansteigen der Schadensgefahr, sodass wir ungefähr, denke ich mal, bei vielleicht 10 Jahren landen, die Bäume noch stehen bleiben können, weil sie dann einfach so weit geschwächt und geschädigt sind, dass sie einfach weg müssen. Wir haben ja eindeutig eine Fehlplanung aus der Vergangenheit und wir sind der Ansicht einfach nicht, einen Baumerhalt durchzuführen um jeden Preis. Das hilft dem Baum nicht und hilft der Kommune letztlich auch nicht, dann nach 10 Jahren wieder eine immense Investition tätigen zu müssen, um Bäume dann neu pflanzen zu müssen. Insofern haben wir abgewogen, was steht zur Vitalität, zum Gesamteindruck der Pflanze momentan im Verhältnis zu sinnvollen und machbaren Maßnahmen, die auch wirklich ökonomisch vertretbar sind, und sind dann zu der Einschätzung gekommen, dass wir einfach sagen, die Platanen sollten sinnvollerweise hier entfernt werden und letztendlich unter den neueren Erkenntnissen der technischen Umsetzbarkeit neue Bäume hier eingebracht werden. Wenn man über eine zukünftige Neugestaltung nachdenkt, dann natürlich auch, dass solche Figuren wie eben die Gössel oder der Bronzebogen wieder in eine Gestaltung auch integriert werden und eben im Stadtbild dann auch präsent sind. Wir haben also insgesamt in der Innenstadt von Geseke circa, wenn man alles mitzählt, um die 1000 Parkplätze und haben festgestellt, dass die auch zu Hochzeiten um die 70, 80, 90% belegt sind. Das heißt, es ist in Geseke immer ausreichend Parkraum zur Verfügung. Wir würden die Stellplätze vom Marktplatz reduzieren von heute circa 39 auf 17, 18, 19, 20, das muss man noch gucken, was der Raum hergibt. Aber was uns ein deutliches Anliegen ist, ist eben halt auch den Sicherheitsaspekt für Fahrradfahrer und Fußgänger vor allem auch hervorzuheben. Auf besonderes Interesse stieß bei den Besuchern der Marktwerkstatt natürlich der erste Planentwurf. Anhand von Grafiken sowie einem virtuellen Rundgang konnten sich die Bürgerinnen und Bürger einen ersten Überblick verschaffen.
der Bürgerbeteiligung war eben mit dem Ideenwettbewerb 2016, der im Februar stattgefunden hat. Und es sind zahlreiche Ideen und Anregungen eingegangen, die eben auch auf der Marktwerkstatt jetzt präsentiert wurden. Und man hat dann auch versucht, gewisse Überschneidungen zu finden, die sich auch in dem ersten Planentwurf wiederfinden lassen. Als wir uns das erste Mal mit diesem Planungsraum auseinandergesetzt haben, haben wir erstmal geguckt, wo sind die Raumkanten hier, was sind überhaupt die Proportionen von dem Platz haben im Prinzip im Großen angefangen, das Ganze zu gliedern. Und dabei hat sich sehr schnell herausgestellt, dass die Gastronomie hier einfach mehr Raum braucht. Das heißt, das waren schon Tabuflächen, wo wir gesagt haben, da kann kein Verkehr oder Ähnliches sein. Ein zweiter Aspekt, der unheimlich wichtig war, war die Anbindung der Fußgängerzone hin über den Stadtpark zum Haus Tor Holte. Das heißt, diese Aufweitung und die Betonung hier auch mit Linien in dieser Richtung, das war uns eigentlich wichtig, um diese Spange, um diesen Schulterschluss deutlich zu machen und um das auch miteinander zu verbinden. Und letztendlich die Frage, wie gehe ich mit dem ruhenden Verkehr um? Trenne ich das? Mische ich das? Jetzt haben wir ja so eine Mischform, wo Platz und Parkplatz miteinander vermischt ist. Da ist eben in den ganzen Diskussionen rausgekommen, dass es besser ist, den Fußgängerbereich und den verkehrlichen Bereich zu trennen. Deswegen gibt es diese Lösung, dass hier im Prinzip die Verkehrsachse ist und auf der Seite eben die Aufenthaltsachse, so dass ich in dem Bereich keine Konflikte habe. Und der attraktive Bereich ist eigentlich immer der Rand bei einem Platz. Es ist nie die Platzmitte, die attraktiv ist, sondern der Rand. Und deswegen liegt auch hier der Gestaltungsschwerpunkt hier in diesen Rändern, von denen man sich aus dann den Platz im Prinzip erschließt, indem man dann hier sitzt und sehen kann, was auf dem Platz stattfindet. Mein Wunsch wäre halt, dass der Plan ganz anders, nämlich viel besser aus der Marktwerkstatt rausgeht gegenüber dem Zustand, wie er reingegangen ist. Wir machen das heute, um wirklich die Wünsche der Bürger aufzunehmen, um einen besseren Plan im nächsten Schritt zu haben.